Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir gehen jetzt direkt in den Item Shop rein und wir haben wieder zwei neue Items da unten, den Dreierstein und den Schuhplattler. Aber wir beginnen jetzt als allererstes mal mit dieser Smaragd-Axt und ja, die haben wir ja bereits bewertet. Schauen wir mal, wie inzwischen die Noten dafür ausgefallen sind. Einfach mal hier reingucken. 3,6 von 5. So, bei 5 Votes. Alles klar. Dann als nächstes den Glücksraser, den wir beide ziemlich cool fanden. Schauen wir mal, wie sieht's denn da aus mit dem Lucky Rider. Und der kam mega gut bei euch an. 4,13 von 5 bei 15 Votes. Übrigens nur 6 Reminders. So, dann sind wir auch schon hier durch. Dann sind wir bei dem Sergeant Grünklee. Und jetzt muss ich mal gucken, da überhaupt ein Sound kommt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das mit dem Sound wieder nicht richtig hinhaut. Doch, geht. Also, Sergeant Grünklee haben wir auch ja bereits gestern uns angesehen. Schauen wir mal, wie da die Noten bei euch sind. Hier haben wir 4,19 von 5 bei 32 Votes. 114 Reminders. Dann der Goldtopf. Auch der sehr beliebt, auf jeden Fall. Das ist der Pot O' Gold. Und bei dem haben wir aktuell 4,61 von 5 bei 23 Votes. Alles klar. So, dann haben wir heute, naja, neu ist er nicht, aber jetzt neu drin, wieder mal. Der Feuerläufer, ich finde, der sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und der Feuerläufer kriegt von mir 9 von 10. So, und hier haben wir aktuell 3,95 von 5 bei 19 Votes. Wie viele Reminders? 26. Dann haben wir diesen Zornesschlag, den finde ich sogar richtig geil. Zornesschlag kriegt von mir wiederum 9 von 10. Zornesschlag ist das der Outburst. Okay. 3,93 von 5 bei 14 Votes. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir zu den, kommen wir zu den Daily Items. Für 1200 V-Bucks der Weitschuss. Ja, halt der, so ein klassischer Sniper-Skin hier mit Nachtsichtgerät. Da ist noch ein Mikrofon dran. Kriegt von mir 7 von 10 der Weitschuss. Und das ist der Longshot. Haben wir hier aktuell 3,5 von 5 bei 18 Volts. Dann haben wir den Dublonenregen. Er war ja bereits gestern das erste Mal drin gewesen. Und ja, den haben wir ja bereits gestern bewertet. Schauen wir mal, was da inzwischen bei rausgekommen ist. Das ist hier Raining Dublons oder Dublons. Und das Ding hat hier 4,25 von 5 bei 8 Votes. Okay. Dann haben wir das Glücksmuster. Auch das war gestern bereits drin gewesen. Da können wir mal schauen, ob da inzwischen schon irgendwelche Benotungen da sind. Tatsächlich auch hier für Noten 3,75 von 5 bei 4 Votes. Alles klar. Ja, und dann haben wir hier einen neuen, eine neue Picke. Das ist der Dreierstern. Die sieht ja Hammer aus. Alter, das Ding sieht mal so mega geil aus. Wow. 10 von 10 von mir für den Dreierstern. Hat bis jetzt noch keine Bewertung. Dann den Schuhplattler. Oh mein Gott. Ja, geil. Ja, geilo. Hammer.
Hammer, das Ding ist ja mega geil. Schublattler kriegt von mir 10 von 10. Hammer. Und ist bis jetzt. Hat bis jetzt noch keine Benotung. Ich habe mich jetzt entschlossen, tatsächlich die. Ja. Diese Emotes mit den verschiedenen Skins in ein separates Video zu packen. Also, es interessiert ja nicht jeden. Den es interessiert, der soll sich dann das eine angucken und die anderen können ja hier ganz normal den Shop sich ansehen. Ne? Dann haben wir die Glücksmünzen. Die waren ja auch gestern bereits drin gewesen. Die Lucky Coins. Schauen wir uns mal hier die Noten dazu an. Und also, ich werde das andere Video hinten dran verlinken. Ne? Ist klar. So, Lucky Coins. Hier aktuell 3,8 von 5 bei 5 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.